Look. Nazarsky, ID 656210. Can anyone hear me? Great. Fucking great. Okay, Dan. Maybe it's not him. Doesn't have to be. Operational efficiency restored. This is Nazarsky 656210. Setting up a crime scene. I need to check the victim's compass for connections. Victim is equipped with an ID mixer. Identification, not possible. Damn it. Erratic cutting pattern. Indicating the killer was in a frenzy. Oh ja, ja, ja. Also das Spiel ist gerade ein bisschen too much so insgesamt. Guess I triggered the security system. Must be a way to deactivate it. Ach du Scheiße. Wo krieg ich denn den jetzt raus? Ach, das kann ich auch noch alles aufmachen. Ach du Scheiße, was ist denn das? Steht hier irgendwo eine Zahl? 004. 0044. Schade eigentlich. Nice. Das ist, glaube ich, nicht das, was passieren sollte. Korrupte Daten, korrupte Daten, korrupte Daten. Hör mal, ich weiß, du bist ein beschäftigter Mann, aber wir müssen reden jetzt. Ich glaube, sie sind mir auf den Fersen. Wirklich, dieses Mal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass mir gestern jemand nach Hause gefolgt ist. Und heute habe ich diesen komischen Typen vor dem Haus stehen sehen. Wenn du meine Sicherheit nicht garantieren kannst, bin ich raus. Ich habe schon genügend Probleme. HN. HN hat man eben schon als Kessel. Was unseren kleinen Kurier angeht, keine Sorgen, mit dem komme ich klar. Sie ist nicht wie wir. Sie weiß, sie steckt zu tief drin und sie macht. Und das macht ihr Angst. Du kannst von einem kleinen Hirn nicht zu viel erwarten. Jetzt konzentriere dich erstmal auf deine Arbeit und überlasse das Personalwesen mir. Beruhig dich erstmal und konzentriere dich auf den Preis. Nanophage and I. Das ist so, wenn ein Spiel nicht weiß, wie es was erklären soll. Nanotechnologie. Oh.
Wieso geht die Tür nicht auf? APD, I need to talk to you. Get away from me, man. I got a piece on me, and I ain't afraid to use it. No, you okay. Now calm down. I'm just looking for some answers. Oh, I know how you get your answers. I got nothing to tell you. Wieso war das eben so abgefuckt? Hey, you there. Come here, quick. Okay. What is it? What's up with the lockdown? Is it the phage? Was there an outbreak? A malfunction, more likely. You would say that, wouldn't you? To keep us at bay until the cleaners come. Oh God, they're coming for me. I don't want to die. Was ist denn das? Was ist denn das für... Hier geht's immer noch nicht lang. Ich muss kurz scheißen. Ah, back vom Scheißen. Also ich weiß nicht so ganz, weil irgendwie fehlt mir der Weg, wo ich lang muss. Ja, nevermind, die Tür ist aufgegangen. Ich muss hier lang. APD, I need to talk to you. You broke it! No, you broke it! Nuh-uh! Will you get these kids to shut up? I'm fucking talking here! Yeah, what's this about? Do you know the tenant in apartment 7? Dad, Tommy's picking on me! Shut up, snitch! I thought I told you to shut up! 7, huh? Nah. Can't say that I know the guy. Okay, so it's a guy. Yeah, well, seen him once or twice. I might have a vague recollection. Could you give me a vague description? Maybe. What's it to you? Police business. Just answer the question, and I'll get out of your face. So that's how it's gonna be, huh? Why don't you knock on that door and see for yourself? Can you describe him or not? I don't have time for games. All right, all right. Younger fellow, probably in his 20s. Wow. Anything else? Nah, I never really got a good look at him. Medium height, medium build. He was just kind of there, you know? Have you seen anything suspicious around the building? Any strangers skulking around? Nah. I don't pay much attention to the other tenants. Bunch of losers. A lot of them. You're so dumb. Not as dumb as you are. Nuh-uh. You're way dumber. Die Kinder sind so verfickt nervig. Not upstanding citizens like you. You bet your ass. Good thing we'll be getting out of this dump soon. Is that right? Yep. I've been working my way up. I even filed for a status upgrade. Once that goes through, we'll be moving to a B-class district in no time. Yeah, good luck with that. Okay, anscheinend gibt's hier so eine Art Festlegung, wer wo leben darf, kann. Ich weiß es nicht. Das ist alles super strange. Was ist das hier? Mittlere Maustaste zum Hacken? Ich kann hacken? Wieso kann ich das hacken? Why? Lull. Reden Sie bitte mit mir. Come to the door, please. Just want to talk. Who are you? Did Chiron send you? I'm with the KPD, if that's what you're asking. Seriously? We haven't had a cop around these parts in... never, I guess. Well, you've got one now. Yeah, good luck. You're gonna fucking need it. Hilfreich. Door unlocked. Nicht lizenzierte Software entdeckt.
Klingt ja schon mal nett. Voices from below. Glaub ihren Lügen nicht. Die Plage ist noch da. Liebe Unbeliebte. Ach du Scheiße, ist das viel Text. Wenn du über Chiron-Propaganda auf dem Laufenden bist, hast du wohl unseren Gesundheitsminister gehört, wie er eine neue Perle an Firmenweisheit von sich gegeben hat. Falls nicht, hier die Zusammenfassung. Allen, die der rebellischen Angstmacherei erlegen sind, sei gesagt, es gibt keinen Grund zur Besorgnis. Die Nanophagen sind keine Bedrohung mehr. Wir haben die Störung behoben und damit die Krankheit beseitigt. Loyale Bürger, die die verantwortungsbewusste Augmentation unterstützen, müssen sich keine Sorgen machen. Zwei Wörter, vollkommener Blödsinn. Ich erzähle euch, wie es wirklich steht. Wenn ihr keiner der glücklichen Klasse A-Leute mit glänzenden Modifizierungen seid, in dem Fall lest ihr das hier wahrscheinlich eh nicht, sind die Nanophagen weiterhin ein Thema. Wir hatten im letzten Jahr mindestens 3 bestätigte Fälle. Einer davon führt zu einer kleinen Epidemie, die wir glücklicherweise eindämmen konnten. Ihr denkt vielleicht, 3 Fälle sind nicht der Rede wert. Dann wart ihr wohl noch nicht bei einem Ausbruch dabei. Für die meisten von uns, die wir in Bezirken der Klasse C zusammengefercht sind, ist deshalb einer zu viel. Implantatunregelmäßigkeiten, sprunghaftes Verhalten, Entzündung der Nahtstelle. Keine Panik, sei kein Idiot, mach keine... Okay, also... Die nachfolgende Nachricht könnte nicht zugestellt werden, okay. Meine liebe Annie, wenn du diese Zeilen liest, werde ich nicht länger unter den Lebenden weilen. Du sollst wissen, dass ich aus freien Stücken gegangen bin. Ich möchte kein ordentliches Begräbnis. Du bist mir, weiß Gott, keines schuldig. Wenn die Reiniger fertig sind, ist vermutlich eh nicht viel zu beerdigen. What the fuck? Genau, als die Krankheit erlag, ist ein Teil von mir gestorben. Anstatt über das Erlebte zu sprechen und meine Gefühle darzulegen, beginne ich einfach wahllos ein Minispiel zu spielen. Warum ist denn hier ein Minispiel? Okay. Aber wo ist der Typ? Er hat doch gesagt, er hat sich umgebracht. Oder zumindest geschrieben. Oh Gott. Remove our implant. Also anscheinend haben alle Menschen in dieser Welt diese Implantate. Die Mauer steht aufrecht. Unsere mutigen Jungs und Mädels verteidigen uns weiterhin gegen östlichen Horden. Ein Schuss klingt im Dunkeln. Michael, der Junge, neben mir, dreht sich sofort. Okay, das ist... Sehr geehrter Herr Jogowski. Auch wenn wir Ihnen beispielhaften Dienst und die Opfer zu schätzen wissen, die sie ihrem Land erbracht haben, schreibt die VRI-Richtlinie eine strikte, proaktive Hilfe zur Reintegration unserer mutigen Veteranen in die Gesellschaft vor. Okay, anscheinend hat er Probleme mit seinem Implantat, beziehungsweise wird es jetzt nicht mehr gewartet. Und da er aber eine Anstellung der Klasse C hat und nicht B... das ist alles echt deep. Also schön, das geht jetzt langsam dran. Ja, das ist noch eine Nachricht, und ich finde dich und prügel dir den Mist aus dem Schädel. Leid dir immer und immer wieder zu erklären, mein Vater vor 18 Jahren gestorben ist. Sie ist darüber weg, wir alle sind darüber weg. Niemand will in der Vergangenheit leben, eine Tragödie wieder und wieder durchleben. Also zum letzten Mal, Mike Jaworski ist tot. Okay, also der Dude hat anscheinend versucht, irgendwie mit seiner Familie wieder Dings auf, Of course, 2 agents, Helena Novak, Apartment 104, and Hannah Nader, Apartment 106, also the same floor.
Okay. 406 im ersten Stock. Ich würde halt echt gerne. Oh, ich brauche einen Zettel und einen Stift. Jetzt fange ich wieder an zu schreiben. Ich mach's einfach mit dem Handy. Also ich muss auf alle Fälle mal in Apartment 002 reinschauen. 164 und 166, glaube ich, war das, oder? Ne, 104 und 106. Aber knapp daneben. 104 und 106. Okay. Oh nein, das Spiel ist schon wieder hier drauf. Oh, Level 3. Aha. Easy. Ich weiß nicht, warum ich das spiele, aber ich muss es einfach spielen. Synchrosine collected. Wie viel von... Whoa.